Aber was mich sehr überrascht hat, ich war vor Jahren, das ist schon bestimmt 15, 16 Jahre her, war ich mal, wie heißt's? Krokodil, Känguru und was war noch dabei? Das war noch sowas Außergewöhnliches. Känguru. Nee, Fleisch. Ich war nicht im Dschungel, Nein. Schlange, genau, Schlange. Schlange schmeckt wie Hühnchen. Nicht ganz, hat einen ähnlichen Geschmack, hat aber trotzdem leichten Eigengeschmack. Ja, ja. Aber was mich überrascht hat, war, wie gut das Krokodil geschmeckt hat. Nur es muss richtig heiß sein, sonst wird's zäh wie Leder. Aha. Ein Känguru war so ein. Hat mich ein bisschen an Wild erinnert. Ja. Einfach reinhalten. Ups. Das ist manchmal nicht einfach, das Ding so ruhig zu halten. Ich weiß nicht, ob ich was treffe. Also ich weiß, dass ich was treffe, aber der Sniper da, der geht mir voll auf die Nüsse. Jetzt ist Sniper am Arsch. Wo sind hier unter uns noch welche? Fahren wir ein bisschen weiter zurück. Ja, dann kann ich auch was treffen. Weil ich ja mit dem Ding trifft man ja eh nichts. Lebt noch jemand? Es ist ein geiler Vergleich. Ja, irgendwas lebt noch. Muss wohl nicht springen hier. Die probiert eine Freundin von mir aber schon. Ja, mein weiß, würde schmecken wie ein im Sumpf ertrunkenes Huhn. Jetzt kommt meine Frage: Woher weiß ich, wie das dieses Huhn schmeckt? Aber geiler Vergleich, aber ich fand's sehr lecker, muss ich sagen. Ist nicht was für immer, sehr ungewöhnlich, aber ich fand's gar nicht schlecht. Nee, Koko habe ich nicht gegessen. Da kommt's wahrscheinlich auch wieder stark auf die Zubereitung drauf an. Keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte nicht die Gelegenheit, Kroko zu essen oder so. Ja, man muss ja auch nicht alles probieren. Dafür habe ich schon diese fette Raupe gefressen, ey. Diese da in Australien, ja. Diese... Hast du ihr auch einen Kopf abgebissen? Nee, ich habe das Messer genommen. Okay. Und wie hat's geschmeckt? Probier's selbst, dann weißt du es, ey. Nee. Wo ist hier noch ein Infos? Ja, das kann wirklich sein, Fiona, dass sie da Pech mit der Zubereitung hatte. Ich weiß nicht, ob es das Restaurant noch gibt. In Speyer ist das, genau am Rhein. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Wie gesagt, ist ja Jahrzehnte her gefühlt. Aber das war sehr gut. Du wusstest doch, sie hat mich belogen mit dem Alter. Hallo? Erin der Hölle? Mhm. Aha. Wie lange existiert die Hölle? Mhm. Seit wann gibt's das Universum? Aha. Mhm. Mhm. Haben wir hier noch was Schönes? Nein. Was da? Ja, das ist ein Vergleich, ey. Wie ein Sumpfhühnchen, ey. Ja, immerhin kein Moorhuhn. Sumpfhühnchen, ja. Wieso kann ich nie einsteigen? Keine Ahnung. Versuch's mal von der anderen Seite. Vielleicht wegen dem Stein. Ja, könnte gut sein. Oh, ruckel die Ruckruck.
Na, wieder Kamikaze? Ja. Immer schön rein. Tralalalala. Da ist schon wieder so ein dämlicher Sniper. Ja, ich hab ihn schon im Visier, aber... Mit dem Ding trifft man ja nichts. Hör mal, du dämlicher Drecksniper. Könntest du mal bitte sterben? Oh, ich bin gleich hier. Ja, ich bin död. Also, K.O. Alter, der Helikopter hat einen Seitenschlag. Musste mal die Bereifung nachprüfen. Druckluft, Luftdruck nachprüfen. Soll's heilen. So haben wir das aber auch noch nie gemacht. Na, sind wir wieder lebendig? Ja. Oh, erstmal frische Luft. Wollte ich steig aus, mein Mann steigt ein. Ja, flieg dich erstmal. Macht er auch selber. Also mein Heli hält nicht mehr lange aus. Wenn's zur Not abspringen. Aha. Ich sag dann mal tschüss, ne? Schade, ich hätte doch vorher gucken müssen, wo er gerade steht. So, gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger da rein. Wir sollen vorsichtig reingehen. Hm. Ja, jeder. So, der ist. Oh, da ist das Arschloch, was wir töten müssen. Boah, der ist jetzt natürlich an einer Stelle, wo du ihn siehst, ne? Ich wusste nicht, ob er jetzt davor oder dahinter vom Felsen steht. Er ist hinter dem Felsen. Ja. Ich hätte gedacht, er steht davor. Das Wasser muss so nass sein muss. Eliminiert. Sehr gut, Schatz. Das ist reine Arbeit. Die Drohne ist auch im Arsch. Oder am Arsch. Auch im Eimer. Relativ. Ich glaube, der ist tot. Weiß ich nicht ganz genau. Er wird mir da oben auf jeden Fall nicht mehr angezeigt. Oh, der Tank ist auch tot. Alle stehen wieder auf und beten mich an. Finde ich gut. Ihr seid Zivi, ist gut. Kraken wurde eliminiert. Das war einfach. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Aber dieses Dokument gefällt mir gar nicht. Sagt das Dokument. Actual, hier ist Nomad. Verstanden, ich bin hier. Was gibt es? Kraken ist tot, aber anscheinend hatten wir ein größeres Problem. Der Autopilot des U-Boots wurde eingeschaltet. Das Ding könnte die USA erreichen, ob er tot ist oder nicht. Das darf nicht passieren. Das U-Boot komplett zu zerstören dürfte schwierig werden. Vielleicht können Sie es beschädigen. Wieso an den richtigen Stellen, einfach nur C4? Meistens am besten an den Ballasttanks. Nomad out.
Oder einfach erstmal die Schiffsschraube komplett zerlegen. Was machen Sie hier? Ja, da reicht meistens auch ein bisschen C4. Du, ich glaube, der ist auch fast hier. Damit werde ich nicht locken. Und selbst wenn es eine Badewanne wäre, ich würde es schaffen. Ist wie mit Autofahren, ja? Egal was ist, du fliegst es trotzdem. Ja. Und wenn keine Reifen dran sind, stürzt dich auch nicht. Nee. Okay. Oh, da guckt mich was Böses an. Ja. Ich würde mal vorschlagen, abzuspringen, Schatz. Abelie, fucking fly. Oh, da kommt die Rakete angeschossen. Wutsch. Wo gehst du hin? Ich versuche, auf ein Türmchen zu kommen. Mein Spiel spielt stürzt schon. Nee, doch nicht. Oh, 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 ich werde beschossen. Ah, scheiße. Nein. Und untertauchen. Autsch. Hör auf mich zu schießen, du kannst mich gar nicht mehr sehen, ich bin unsichtbar. Ja klar, du kannst mich treffen, Arschloch. Okay, mich haben sie auch im Wasser getroffen. Oh, au, au, der hat mich böse. Oh, gleich bin ich död. Könnt ihr mich nicht treffen, könnt ihr mich nicht treffen. Tralalalala. Ja. Und jetzt kommt einer um die Ecke und schießt dich ab. Danke. Das wäre aber so meistens unser Glück. Autsch! Autsch! Du brauchst mich nicht wiederholen, ich lieg im Wasser, also. Dich habe ich überlebt und dich auch. Er meinte, niemand überlebt. Scheiße, weg. Überlebt uns, naja. Anscheinend doch. Wie lange hast du noch? Null. Okay. Ich respawn mal. Ja. Muss halt so lange noch lebendig sein. Das sieht doch gut aus. So, bin wieder da. Wo bin ich denn? Ach, hier bin ich. Ja, ich hab weitergeschossen. Da kommt was auf dich zu. Ach, das bist du. Och. Eine Spritze reinjagen. Warte, ich verfolgt einer. Meinst du den? Arschloch. So. Jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Du schießt nicht mehr auf mich. Noch einer.
kommen denn die ganzen Pinks her? So. Das war knapp. Ja. Mann, was für ein Massaker hier. Hast du gut gemacht, Schatz. Ups, ich glaube, ich habe einen Zivilisten erschossen. Ach, Mann! Allein? Ja, aber zu meinen Füßen läuft einer rum. Also in Richtung meiner Füße. Der kommt auch gerade so ein bisschen auf mich zu. Zu zweit. Der andere steht hinter den Fässern. Kommt jetzt rum. Und dahinter kommt noch einer. Das waren jetzt alle. Der Mörser halt. Gewerkschaftliche Pause zu Ende. Danke. Ich hab schon wieder irgendwas gesehen. Hätte ich den jetzt schon wieder verletzt? Du bist verletzt wegen eben gerade. Nee, ich war ja schon wieder geheilt. Nee, das war tatsächlich, nachdem ich dich geheilt habe, war das schon. Naja, verarzten wir einmal. So. Wenn ich da durchschießen könnte. Bereit zu schießen, das ist... Ah. Oh, wow, da sind die Arschgeigen. Willst du zu mir hochkommen? Ich komm zu dir runter. Okay, da muss ich mich da nicht drum kümmern. Ich liebe es, wenn meine Opfer zu mir kommen. Ja, noch irgendjemand? Klingt, als wenn hier noch irgendwo welche sind. Ich wüsste persönlich aber nicht mehr wo. Ach, das solltest du nicht machen. Ich versuch's immer anzulocken. Hier vielleicht? Nö. Da war noch einer. Diese Luke ist eine gute Gelegenheit, um das U-Boot kurz zu schließen. Ich glaube, das waren sie. Nein, da ist noch einer. Hallo? Ist hier noch jemand? Lebt hier noch ein Böser? Stromstoß in die Elektronik des U-Boots schicken. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Meine Frau ist der Teufel. Also nicht zum Teufel. Der Wartungscomputer steuert den Generator. Damit könnte ich das System lahmlegen. Echt jetzt? Jetzt muss ich wieder da runter. Wo ich schon da unten war.
Ich das hasse. Soll ich hier oben warten? Kannst du. Weißt du nur, falls hier oben dann nochmal was gemacht werden muss? Ich könnte die Luke sabotieren und den Wartungscomputer hacken, der am Generator hängt, um ihn zu grillen. Sollte klappen. Und bei dir oben, dem PC. Ich kann aber nichts machen. Ah doch, jetzt. Siehst du, das ist Teamwork. Und dein Getippe höre ich bis hier runter, du. Kannst du mal gucken, wie laut dann die Tastatur einen Anschlag hat? Ui. Ich würde mal sagen, das Ding... Wer hat die Batterie in die Steckdose gepackt? Das erste Mal, dass ich ein U-Boot gebraten habe, ist was für die Lehrbücher. Die Terroristen müssen einen anderen Weg finden, um die Drohnen in die USA zu bringen. Eieieiei, das heißt, wir haben jetzt schon wieder so eine ganze Riege ausgelöscht. Mhm, komplett Militär. Hat hier eine kranke Scheiße. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Jo. Oh, beim nächsten Mal ist dann die Strategie dran. Schon heftig. Mhm.